Der Begriff der Schulreife hat in den letzten 100 Jahren drei verschiedene Bedeutungen angenommen und es ist wichtig, diese drei Bedeutungen auseinanderzuhalten. Die erste nenne ich die historische. Das heißt, die dürfte heutzutage keine Rolle mehr spielen und besteht darin, dass von Kindern verlangt wurde, ein bestimmtes Können und Wissen bereits mitzubringen, um in die Schule gehen zu dürfen. Ein Kind, das das nicht konnte, wurde ausselektiert und kam in die Sonderschule oder wurde zurückgestellt und durfte gar nicht in die Schule gehen. Beides sehr kränkend und darum ist diese Bedeutung mittlerweile abgeschafft. Die zweite Bedeutung besteht darin, dass sie schülerbezogen verstanden wird. Das heißt, welchen Entwicklungszustand haben Schüler und Schülerinnen, wenn sie mit der Schule beginnen? Um dies feststellen zu können, machen Schulen dann bei der Schuleinschreibung unterschiedlichste Aufgabenstellungen, um herauszufinden, wo steht das Kind in der körperlichen Entwicklung, in der kognitiven, in der emotionalen und in der sozialen Kompetenz. Die dritte Bedeutung von Schulreife, die gibt es erst seit ca. 15 Jahren, besteht darin zu fragen, wie reif ist die Schule für die Kinder, die zu ihr kommen. Hier geht es darum, wie gut kann die Schule differenzieren und individualisieren, das heißt wirklich auf die Bedürfnisse und Entwicklungsstände der Kinder einzusteigen und sie dort abzuholen, wo sie sind, um eine weitere gute Entwicklung im Raum Schule zu gewährleisten. Da geht es darum, dass in verschiedensten Bereichen der Entwicklungsstand festgestellt wird. Im körperlichen Bereich eben, wie gut ist die Fitness? Eine Übung besteht zum Beispiel darin, dass man einem Kind ersucht, bitte klettere auf den Sessel und spring herunter. Dabei wird nicht bloß beobachtet, ob das Kind wirklich herunterspringt, sondern wie es das macht, ob das mit großem Selbstvertrauen, mit welchem Schwung, mit welcher Körperspannung und anderen Dingen das erfolgt oder ob dabei Angst im Spiel ist oder Bedenken, es könnte sich wehtun, ob da noch ein Gespräch vonnöten ist oder nicht. Also alle diese Dinge. Eine zweite Ebene, die angeschaut wird, ist dann die der kognitiven Wiffheit und Schnelligkeit. Da werden logische Reihen ergänzt, da werden Mustererkennungsbeispiele gebraucht, da werden Labyrinthe und andere Dinge angeboten. Der dritte Bereich ist der emotionalen Stabilität und Flexibilität. Hier wird gern auf Spiele zurückgegriffen, wo Kinder zusammen spielen und wo man auch in die Gefahr geraten kann, verlieren zu können. Und dann wird beobachtet, wie verhält sich ein Kind, das in diese Gefahr kommt. Hört es dann auf zu spielen, will es gar nicht weiterspielen, spielt es doch weiter und kann es das innerlich bereits gut auspuffern. Hat es so viel Erfahrung gesammelt, dass weiß, gut, jetzt verliere ich, aber andersrum gewinne ich wieder. Alle diese Dinge spielen dann ebenfalls eine Rolle. Der vierte Bereich ist der sozialen Kompetenz. Hier geht es darum, wahrzunehmen, wie gut weiß das Kind Bescheid in verschiedenen Situationen. Es werden zum Beispiel Geschichten erzählt, wie du bist am Spielplatz, stelle das vor, andere Kinder sind da und ein Kind fällt von der Schaukel und es ist kein Erwachsener da, das Kind hat sich verletzt, was würdest du dann machen? Und je nachdem, wie die Antworten ausfallen, wie die Fantasie, die soziale ausgeprägt ist, lässt das ebenfalls Rückschlüsse zu, wie gut der Entwicklungszustand in diesem Bereich ist. Das Fazit aus dem Ganzen ist, man soll den Begriff nicht als Schrecken auffassen, um Gottes Willen, sondern ziemlich unbekümmert zur Schuleinschreibung hingehen, das Kind motivieren und ermuntern, alle Aufgabenstellungen mitzumachen. Es geht nicht darum, dass das Kind möglichst gut abschneidet dabei, sondern einfach sehr authentisch diese Aufgabenstellungen wahrnimmt, sodass die Schule einen guten Einblick bekommt, wo das Kind in seiner Entwicklung steht. Natürlich wird dieser Eindruck noch abgeglichen im Gespräch mit den Eltern, wie die ihr Kind wahrnehmen und beides zusammen
ermöglicht der Schule eine gute Vorbereitung auf die Kinder, die sie dann im kommenden Schuljahr herzlich willkommen heißen werden.